Jetzt geht's los. Aktuelles aus dem Sommertrainingslager präsentiert euch die Heimatkrankenkasse. Hallo aus Österreich. Am heutigen Sonntag stand das zweite Testspiel im Trainingslager auf dem Programm. Gegner war der russische Erstligist FK Ufa. Wir haben gegen körperlich robusten Gegner gespielt, haben sehr viele lange Bälle gespielt. Dadurch sind die mit ihren schnellen Stürmern natürlich dann auch ab und an gefährlich geworden. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir es gut verteidigt haben. Bei Standards so kriegen wir auch das Gegentor, waren wir am Anfang nicht so gut organisiert. Aber alles in allem, glaube ich, haben wir es gut gemacht. Ärgerlich, dass wir es dann, dass wir es nur 1-0 verlieren, weil wir zum Ende schon noch ein paar Chancen hatten, auch dann den Ausgleich noch zu erreichen. Ja, Gegentor war ein Standard. Da hatten wir ein bisschen Probleme heute. Aber ist auch ganz normal in der Phase von der Vorbereitung. Ich glaube, die Sachen haben wir nicht trainiert, Standards. In erster Linie sind wir im Ausdauerbereich unterwegs und was taktisch und Defensive betrifft. Deswegen fällt das nicht ins Gewicht. Standards werden zum späteren Zeitpunkt noch trainiert. Ich denke, jetzt geht es erstmal darum, Spielpraxis zu sammeln, seine Minuten zu sammeln, in den Rhythmus reinzukommen und das einfach umzusetzen, was der Trainer uns im Training vorgibt, hier im Trainingslager. Und ich denke, das haben wir trotzdem auch heute ganz gut gemacht. Wie jedes Jahr, es ist anstrengend, aber das gehört dazu und das ist normal in der Vorbereitung. Dafür ist eine Vorbereitung da, auch mal über das Schweinehund drüber zu gehen und da legt man eben die Grundlage für die Saison und deswegen gehen wir da durch wie jedes Jahr. Ja, klar ist es anstrengend, aber ich denke, das ist egal, wo man ist und im Trainingslager, es gehört einfach dazu. Ich hab leichte Beschwerden an der rechten Seite, aber ich denke, das kriege ich auch in den Griff. Ja, ich freue mich einfach, dass ich auch das Vertrauen vom Verein jetzt bekomme. Quasi in eine Position hochgerutscht bin, im Konkurrenzraum drin bin. Und ich versuche einfach weiter zu lernen, auch in der neuen Situation weiter zu lernen, weil es für mich auch was Neues ist und ich freue mich einfach darauf, weiter Gas geben zu können, weiter zu arbeiten und das ist mein Ziel, mich Tag für Tag zu verbessern. Wo mich der Trainer aufstellt natürlich. ich fühle mich weiter vorne ein bisschen wohler, aber auf der 6 ist auch okay. Ja, also von der Bedingung her, Hotel, Plätze ist top, also wie fast immer hier in Österreich. Ich habe ein gutes Gefühl für die Saison, die Truppe ist gut beisammen. Natürlich funktioniert noch nicht alles, aber gerade außerhalb vom Platz, glaube ich, harmoniert schon ganz gut. Hallo, schönen Gruß in die Heimat. Ich hoffe, ihr denkt weiterhin ans Gewinnspiel. Heute ist der Buchstabe M dran, wie unser Torwarttrainer Marco Kostmann. Alles Gute und bis bald.